Ja, ich möchte diese Veranstaltung nutzen, sozusagen nur so einen kleinen, ja, eher eine globale Perspektive zu eröffnen und zunächst mal zum digitalen Wandel insgesamt an Hochschulen mit aktuellen Studien einen etwas kritischen Blick zum Einstieg zu nehmen und dann drei wichtige Gestaltungsfelder, die ich sehe, zu vertiefen. Einmal die mediendidaktischen Konzepte, dann die strategische Verankerung, das passt ja, glaube ich, in Ihrem Kreis hier bei den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und den Botschaftern, wie ich gerade gehört habe, dann hoffe ich sehr gut, denn Sie sind ja gerade diejenigen, die die Change Agents vielleicht sind. Ja, und das dritte Gestaltungsfeld, was ich sehe, ist der ganze Bereich Open Education. Und natürlich zum Schluss mit einem Fazit enden möchte ich. Ja, bei dem Titel meines Vortrags, Hochschulbildung im digitalen Zeitalter, haben Sie vielleicht gesehen, habe ich mich auch von dem reinen Titel schon ein bisschen am Hochschulforum Digitalisierung orientiert. Und die haben ja 2016 in ihrem Abschlussbericht das noch etwas vollmundiger betitelt, mit dem Digital Turn, Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Und ich würde gerne zu Beginn drauf schauen, ja, ist das wirklich ein Digital Turn, ein wirklicher Paradigmenwechsel? Es wird ja oft von digitaler Transformation, Bildung 4.0 und so gesprochen. Und ich würde da anhand von einigen Studien einen kritischen Blick erstmal wagen. Jetzt können Sie ja sagen, na, ist das sehr motivierend, wenn da vielleicht ein ernüchterndes Ergebnis bei rauskommt. Wir haben ja eben gerade gehört, Motivation ist ganz wichtig. Ich mache das eigentlich vor dem Hintergrund, dass ich denke, man muss den gegenwärtigen Stand kennen. Es ist sinnvoller, nüchternen Blick zu haben, um dann zu sagen, hier kann ich weitergehen und gestalten und dann die Herausforderung angehen. Ja, was haben neuere Studien ergeben? Ich fange mal, ich werde drei dazu heranziehen. Die ECD-Studie, die gerade, glaube ich, vor zwei Wochen erschienen ist, die ja, den Stand der Digitalisierung global sozusagen von Hochschulen versucht zu erfassen. Den Monitor Digitale Bildung 2017, der Bertelsmann-Stiftung-Studie und eine Studie, die auch im Rahmen Hochschulforum Digitalisierung entstanden ist oder aus dem CAE-Hochschulranking oder CAE-Hochschulranking entstanden ist von Persicke und Friedrich in 2016 zu dem ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht Lernen mit digitalen Medien aus studentischer Perspektive. Zunächst aber mal, ich genehmige mir sozusagen mal so einen kleinen Rückblick, weil ich in dieser Szene sozusagen der Förderung des Lernens mit digitalen Medien schon sehr lange unterwegs bin und interessanterweise genau mit dem ersten Förderprojekt, was ich hier aufgeführt habe, Bundesleitprojekt BMBF, sozusagen eingestiegen bin in diese Auseinandersetzung und von daher den Prozess 20 Jahre schon fast begleite und deswegen gedacht habe ich, komme ich später auch bei meinen Beispielen, erlaube ich mir einfach mal Beispiele aus meiner eigenen Praxis über die Jahre so heranzuziehen. Ja, wenn man sich anguckt, wie ist denn der Einsatz Lernen mit digitalen Medien an Hochschulen gefördert worden in Deutschland, dann sieht man eigentlich über die Jahre es sind eine ganze Menge Förderprogramme gelaufen in unterschiedlichen Abschnitten. Hier übrigens nochmal die Folie habe ich übernommen von meiner Kollegin, der Frau Thielosen, die heute Abend hier auch sprechen wird, vom IWM und vom E-Teaching-Portal. Man kann das eigentlich grob so einteilen, dass die ersten Förderungen sehr stark waren, ja, mediendidaktische Konzepte, Inhalt mit digitalen Medien anders zu gestalten, also sozusagen neue, innovative Produkte von den didaktischen Konzepten. Dann der nächste Teil der Förderung ging eher auf Strukturen schaffen. Und darauf werde ich später nochmal genauer eingehen, warum das eben auch notwendig ist und alle Auseinandersetzungen mit einzelnen mediendidaktischen Konzepten begleiten sollte.
Ja, und die in den letzten Jahren und auch jetzt gegenwärtig sozusagen Hochschulpaktlehre, kann man feststellen, die Förderung zielt eher auf eine gesamte Integration mit Initiativen zur guten Lehre, zur Hochschuldidaktik insgesamt. Wenn man nochmal speziell rausgreift, welche Förderung waren jetzt besonders in den letzten Jahren, da sieht man auch nochmal dieser Aspekt der strukturellen Verankerung und worauf ich später noch genauer eingehen möchte, dieses Change-Prozesses, wo Sie ja alle als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Teil davon sind. Da geht es eben darum, dass das Lernen mit digitalen Medien auch strategisch verankert werden sollte, also in Hochschulstrategien. Und weitere Förderprogramme, wir müssen natürlich auch wissen, was wir tun und mit welchen Wirkungen, also die ganze Förderung zu Forschung in diesem Bereich und die Förderung von Open Educational Resources, also dem Schwerpunkt der freien Bildungsressourcen. Das werde ich später auch noch mal genauer ausführen. Ja, wenn man sich diese ganze Förderung anschaut, dann würde man ja eigentlich erstmal denken, das ist ja eine ganze Menge Förderung hineingegangen. Was sind die Effekte? Ein kleines Zwischenfazit oder Zwischenergebnis. 2009 haben sich Kollegen, Kolleginnen nochmal die Mühe gemacht, Simone Hauch und Joachim Wedekind, und haben aus so einer Förderlinie genau geschaut, welche Projekte gibt es denn noch und welche Konzepte, die entwickelt worden sind, innovative Lehr-Lern-Szenarien sind dann noch auffindbar, und haben festgestellt, dass die Hälfte hat sozusagen Adresse nicht gefunden. Also man hat, um es kurz zu fassen, gemerkt, die Nachhaltigkeit war überhaupt nicht gegeben. Die Menschen waren vielleicht nicht mehr da, sind in andere Wege gegangen. So, das heißt, an dieser Stelle hat man deutlich erkannt, man braucht noch was Zusätzliches. Es reicht nicht nur, ein gelungenes, durchdachtes, mediendidaktisches Konzept umzusetzen. Es war wenig nachhaltig, wenig übertragbar und hat auch dazu geführt, dass gerade in Deutschland die Verbreitung der freien Bildungsressourcen sehr, also im internationalen Vergleich, sehr zurückstand, weil auch hier strukturell wenig gedacht wurde oder wenig erreicht wurde, was nicht den großen Wert der einzelnen Projekte schmälern soll, selbstverständlich nicht. Ja, und das war ja jetzt eine Untersuchung von 2009, da kann man ja sagen, 10 Jahre ist das Ganze her, das kann ja jetzt ganz anders sein. Wenn man sich jetzt anguckt, die CDE-Studie, Orwella Ferro 2018, die mehr oder weniger gerade rausgekommen ist, womit wird die im Moment kurz zusammengefasst mit dem Satz, digitale Technologien in Hochschulen werden selten strategisch eingebunden. Also auch 2018 kommt eine Studie noch zu diesem Ergebnis. Ein kleines Zitat daraus: The majority of HEI across the world are currently in the process of experimenting with digitalization and applying new technologies to certain parts of their operation. Also jetzt wird 2018 auch nochmal gesagt, wir sind eigentlich immer noch im großen Maßstab in der Experimentierphase. So. Ja, wenn man an einer anderen Stelle guckt, der Monitor Digitale Bildung 2017 von der Bertelsmann-Stiftung erschienen, was sind da Kernergebnisse? Ich will die nicht alle durchgehen, aber wichtig ist, dass ein Kernergebnis auch hier immer noch ist: didaktische Potenziale werden nicht völlig ausgeschöpft. Also wir sind noch weit entfernt, glaube ich, von dem, was Digital Turn, digitale Transformation immer so schillernd verspricht. Da bleibt noch etwas zu tun. Und genauso in Bezug auf die freien Bildungsressourcen kann man ganz klar feststellen, dass der Umgang mit den offenen Lernmaterialien immer noch einzelfallorientiert, sozusagen zögernd erfolgt und da einfach viele strukturelle Hemmnisse noch da sind. Eine dritte Studie
aus Studierendenperspektive, das finde ich nochmal besonders interessant, weil meine Vorrednerinnen sprachen ja auch davon, was ja auch richtig ist, wir haben eine andere Generation jetzt von Studierenden an Hochschulen, die sind es zumindest gewöhnt, mit digitalen Medien umzugehen. Aber wenn man jetzt mal genauer guckt, also diese ausgekoppelte Studie aus dem CAE-Hochschulranking hat eben auch interessante Ergebnisse gebracht und auch Ergebnisse, die das Ganze ein bisschen ja, relativieren, ein nüchterneres Bild zeichnen. Also die wichtigen Ergebnisse, dass man erstmal sagen kann, dass die jetzige Studierendengeneration zwar digitale Medien nutzt an ganz vielen Stellen im Alltag, aber dass sich das überhaupt nicht notwendig auf ihr Lern- und Bildungsverhalten sozusagen oder auf Nutzung an Hochschulen überträgt, dass das eigentlich ein Kurzschluss ist, zu sagen Digital Natives und jetzt ist das automatisch, werden digitale Medien schneller, leichter akzeptiert. Und deswegen auch auf Grundlage dieser Studie im 2016, dass gesagt wird, diese Digital Natives, was so als plakativer Begriff genutzt wird, den muss man eigentlich viel differenzierter hinschauen und das viel kritischer sehen. Und auch gesamt, wie wird hier beurteilt, wie die Gesamtsituation ist, digitale Medien sind an vielen Hochschulen kein integraler Bestandteil der Lehre. Also das ist auch jetzt noch so. Okay, wenn man in diese Studie ein bisschen genauer guckt, die Persicke und Friedrich, die haben ja vier Typen so identifiziert, die sie ganz plakativ benannt haben und auf der der linken Seite die PDF-Nutzenden, also das, was ja immer sehr schnell passiert, wenn man, also wenn die Ersten an Digitalisierung denken, dass PDF-Repositorien entstehen, waren in dieser Untersuchung immer noch die am meisten Ausgeprägten. Dann gibt es die Kategorie derjenigen, die schon bei in irgendeiner Form digitale Prüfungsformate genutzt haben, die Videokonsumierenden, das ist der andere Typ, der hier kreiert wurde, und diejenigen, die man eigentlich erwarten könnte, wenn man das Konzept der Digital Natives weiterdenkt, die digitalen Allrounder, wie sie in dieser Studie genannt wurden, sind in der geringsten Ausprägung hier vorhanden. Und das war eine relativ umfangreiche studentische Befragung der Studierenden. Dann ist noch interessant, also in Zusammenfassung kann man sagen, das Nutzungsverhalten an Hochschulen im Bildungskontext eher konservativ und sehr wichtig, es gab Unterschiede in den gleichen Fächern an unterschiedlichen Hochschulen waren Differenzen, also sehr geprägt von den Angeboten und von den Anforderungen der jeweiligen Universität oder Hochschule. Gut, damit will ich mal diesen kleinen nüchternen Blick verlassen. Ich wollte nur sagen, an dieser Stelle, ich glaube, hier starten wir. Das heißt, es ist immer noch einiges zu tun und ich sehe natürlich verschiedene Herausforderungen und Gestaltungsfelder und wird jetzt auf drei nochmal ausgewählt eingehen mit einigen Beispielen. Ja, mediendidaktische Konzepte. Ich denke, Sie haben ja hier, Sie werden heute am Tag einige vorstellen. Sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren haben da einige Erfahrungen gemacht, hier sind auch Dinge ausgestellt. Im Hochschulforum Digitalisierung werden jetzt erstmal mit der Veröffentlichung von Wannemacher so verschiedene Typen unterschieden in dem inneren Kreis. Das klassische Anreicherung, also Präsenzlehre mit digitalen Medien anzureichern, dass man dann ein Blended Learning, also Integration oder eher einen Schwerpunkt auf wirkliche Online-Angebote. Das sind die drei Szenarien, die sich in dieser Systematik eher gegenseitig ausschließen. Und in dem äußeren Kreis dann die verschiedenen Szenarien mit spielerischen Elementen und Simulation, der stärkeren Personalisierung und ganz wichtig Interaktion und Kollaboration, also die computerunterstützte digitale virtuelle Zusammenarbeit. Das hier erstmal das als Gesamtschema
Und darunter kann man natürlich sehr viele verschiedene didaktische Szenarien fassen. Und ich finde dabei interessant, dass schon ganz früh, 1996, zwei amerikanische Palo Alto-Forscher, Brown und Dickett, gesagt haben, die Qualität des Einsatzes von digitalen Medien in der Hochschulbildung, die wird sich daran bemessen, ob die digitalen Medien und die Tools und die Werkzeuge genutzt werden für einen verbesserten, beschleunigten Transport, ob man so eine Transportperspektive einnimmt, oder, und dann, das war Ihre Aussage, bei der Transportperspektive werden wir keine wirklichen Mehrwerte, keine Verbesserung von Bildungsprozessen durch digitale Medien erhalten, sondern eher, wenn man eine Gemeinschaftsperspektive, wie Sie das genannt haben, einnimmt, eine Community Perspective, die es ermöglicht, den Lernenden, den Studierenden Anschluss an die Forschenden, die Forschungscommunity zu bekommen, Austausch untereinander zu fördern, in einem ganz anderen Maße, als das im klassischen System möglich ist. Und diese Perspektive finde ich interessant, und diese Messlatte kann man, denke ich, auch heute noch gut an mediendidaktische Konzepte anlegen. Ja, ich möchte ein Beispiel aus meiner Praxis darlegen, ganz kurz. Wir haben an der Hochschule München ein Studienangebot Soziale Arbeit, das in der Hinsicht besonders ist, dass es zu großen Teilen, zu 75% online, mit Online-Modulen gestaltet ist. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt sagen die Ersten, wie soziale Arbeit online, also das ist natürlich hoch oft in der Kritik gewesen, aber ich glaube, wenn man das geschickt macht, dann kann gerade dieser Anwendungsbezug durch die digitalen Medien auch in dieses Konzept sehr gut integriert werden. Das möchte ich Ihnen ein Stück aufzeigen. Man sieht auch die andere Seite. Die digitalen Medien in der Hochschule erlauben es eben auch, andere Zielgruppen anzusprechen. Dies ist ein Studienangebot, was die Nachfrage im sozialen Sektor sehr gut abdeckt, weil wir haben sehr viele Quereinsteiger im sozialen Sektor, die haben keinen Hochschulabschluss und ja, könnten ohne so eine Weiterqualifizierung und einen akademischen Grad eben nicht weitermachen in ihrem Beruf und keine weiteren Wege eingehen. Und das, damit decken wir mit so einem Studienangebot natürlich den ganz wichtigen Bedarf im sozialen Feld ab. Zulassungsvoraussetzung ist hier einschlägige Berufserfahrung über 3 Jahre. Ja, wie läuft das? Also es ist ein Blended Learning Konzept sozusagen mit Präsenz- und Online-Phasen. Wir nutzen ein ganz klassisches Learning Management System, in diesem Fall OLAP. Wir arbeiten mit optionalen Videokonferenzsystemen wie Adobe Connect. Wir nutzen, und das zeige ich Ihnen gleich in Kürze, also wir arbeiten mit E-Portfolios und mit einem Werkzeug der kollegialen Beratung, CoCom.net. Ja, das sagte ich schon, es sind wirklich hier, entstehen neue Studienchancen und es ist zu Beginn gerade aus dem Fachgebiet, aus der sozialen Arbeit stark kritisiert worden, weil man gesagt hat, ja, wenn man das online macht, wird dann nicht viel zu stark standardisiert, wird das nicht alles aus dem Kontext gerissen durch Online-Module, kann überhaupt Reflexionsfähigkeit entwickelt werden. Und was ist mit kultureller Vielfalt, geht die nicht unter, wenn man das so in Online-Module gießt. Ja, und ich denke, und mittlerweile läuft dieser Studiengang seit 10 Jahren, dass ich wirklich sagen kann, dass wir das sicherlich nicht immer und überall, aber in weiten Teilen strukturell diese Befürchtungen widerlegen können. Und ich möchte noch 2 Beispiele dazu geben. Wir setzen zum Beispiel eine kollegiale Fallberatung ein, die online erfolgt, weil die Studierenden ja alle berufsbegleitend studieren. Kollegiale Beratung kennen vielleicht einige von Ihnen auch, hier die Psychologinnen und Psychologen im Bereich, ist eben eine kollegiale Beratung, die ohne externe Kompetenz oder eine Supervision oder so auskommt. Und sie kann eben auch im Online-Bereich umgesetzt werden auf einer Plattform CoCom.net.
und die macht sich das zunutze, was Forschungsergebnisse zu computervermittelter Kommunikation eben schon belegt haben, dass gerade das textbasierte, zeitversetzte Medium in der Online-Beratung, nämlich auch im Wachstumssektor, besondere Werte haben kann. Und das wird hier auch in der kollegialen Fallberatung umgesetzt. Ja, was heißt das für unsere Studierenden und wie setzen wir genau dieses ein? Genau an dieser Stelle, Studierende werden diskutieren in Fallgruppen einzelne Fälle mit diesem Schema der kollegialen Fallberatung, das ist so ein 10-Schritte-Modell, aber das ist an dieser Stelle jetzt nicht so wichtig, werden durch die Plattform, da werden diese 10 Prozessschritte der Beratung sozusagen unterstützt, dass man immer weiß, wo man steht und welche nächste Phase eingeläutet wird. Aber vor allen Dingen, was hat das für einen Wert in diesem Studiengang? Hier kommen einerseits die Erfahrungen der Studierenden eben in den Studiengang hinein und gleichzeitig verweben wir diese zwei Lernorte, die die Studierenden haben, durch ihre Berufstätigkeit und durch das Hochschulstudium. Denn es ist immer die Gefahr, dass es so getrennte Welten bleiben, aber genau da, glaube ich, klappt ein Studium, bringt wirkliche Bildungsprozesse voran, wenn das verbunden wird. Und diese beiden Lernorte und die Reflexionsfähigkeit natürlich nochmal ganz anders dabei geübt und trainiert wird. Was auch interessant dabei ist, und das ist auch ein Punkt, den meine Vorrednerinnen kurz ansprachen, es ist wirklich ein Umdenken, also es war die Rede vorhin im Vortrag von Autonomie. In diesen Fallberatungsgruppen sind wir als Lehrende überhaupt nicht vorhanden. Also das würde auch zu dem System nicht passen. Und das heißt, wir müssen uns auch was einfallen lassen, wie wir dennoch eine Bewertung machen. Man kann nicht kollegiale Fallberatung bewerten. Und es ist auch ein Umdenken, ein Loslassen sozusagen, dass man als Lehrende nicht in den einzelnen Beratungsgruppen mit dabei ist. Aber es funktioniert an unterschiedlicher Weise und insbesondere findet auch ein Wissenstransfer in die sozialen Organisationen statt, weil die Studierenden, wenn sie das kennengelernt haben, das eben auch in ihre Organisationen im sozialen Sektor mit einbringen und man sieht auch schon ein Stück weit eine Entgrenzung. Also diese Plattform, dieses System können Studierende auch nach dem Studium nutzen. Also das endet hier nicht. Ja, wie lösen wir diese Bewertungsproblematik? Wir haben eben die ganzen Beratungsprozesse von Bewertung entlastet. Wie gesagt, wir sind gar nicht dabei und setzen stattdessen über so ein, das ist ein relativ langes Modul, was sich über vier Semester erstreckt. Da arbeiten wir mit Portfolios und die wiederum können dann der Bewertung dienen und die helfen auch für die Studierenden, denn nochmal so einen Rückblick über das ganze Studium aufzubauen und einen roten Faden sozusagen im Studium zu erkennen. Ich will das jetzt im Einzelnen vorstellen, aber ich fand ein Element aus einem Portfolio, wo ich jetzt hier mal die Erlaubnis hatte, das zu zeigen, ganz nett, dass eine Studentin dann Interview mit mir selbst auch das Multimediale dabei nutzte und so ihre Standortbestimmung, ihr professionelles Verständnis. Weiter verwendbar, also da sehen Sie an einer Stelle, glaube ich, sehr viele verschiedene Vorteile, die solche Szenarien oder diese Kombination aus kollegialer Beratung online und dem Einsatz von E-Portfolios bringen können. Okay, mit Blick auf die Zeit muss ich hier etwas sputen. Das zweite Gestaltungsfeld, worauf ich ja eingangs gesagt habe, wir brauchen einfach, der ganze Prozess, es reicht nicht, nur gute, neue, innovative mediendidaktische Konzepte umzusetzen, sondern eingebettet, das wird Ihnen dann vermutlich als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren nichts Neues sein, ist eingebettet, es braucht einen Change-Prozess an einer Hochschule, weil es wirklich verschiedene Rollenveränderungen der Lehrenden beinhaltet und man an ganz verschiedenen Stellen ansetzen muss. Und das ist eins der viel verwendeten Modelle in diesem Bereich, das St. Gallener Modell zur nachhaltigen Verankerung, wo man sagt, es
Es braucht ein Zielsystem, eine Strategie. Es braucht Gestaltungsfelder didaktischer Art, wie wir es eben gesagt haben, aber auch technischer Art im Sinne von benutzerfreundlichen Plattformen, Bereitstellung von ja, angemessener Technik. Aber auch, und das ist nicht zu unterschätzen, die ganzen innovationsförderlichen Rahmenbedingungen, also hinreichend Ressourcen, Austausch, das, was Sie, glaube ich, wahrscheinlich par excellence mit Ihren Multiplikatorinnen und Multiplikatoren-Projekt machen, um wirklich eine Veränderung in einer Kultur zu bekommen und eingebettet in ein gesamtes Organisationssystem. Ja, und ich glaube, dass im Change Management hat man ja sonst, nimmt man ja oft dieses 8-Stufen-Modell her und ich glaube, die Dringlichkeit, die haben wir jetzt ganz gut, da spielt uns die Gesamtdigitalisierung der Gesellschaft in die Hände. Also ich glaube, es wird deutlich, die Potenziale an Hochschulen im digitalen Zeitalter sollten gesucht werden und es ist auch wichtig, hier der Punkt 6, schnelle Erfolge, das ist, glaube ich, auch das, was Sie mit den Multiplikatorinnen-Projekten gut abdecken, dass man wirklich sehen kann, welche Konzepte, welche Möglichkeiten gibt es dann. Und wo wir eben immer noch nach diesen Studien leichte Defizite haben, ist dann wieder in diesem Change Management besprochen, da sagt man, die dritte Phase ist das Refreeze, also das wieder strategisch verankern in den Organisationsalltag. Und genau da, glaube ich, an dieser Schwelle sind wir alle noch, weil das ist nicht gute Ideen, nicht mit den Personen weggehen und mit der Förderung alles ausläuft. Also diese Konsolidierung, das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Aufgaben. Ja, kurz, wie sah das bei uns an der Hochschule München aus? Eigentlich ganz klassisch, so wie ich das vorhin auch bei den Förderprogrammen vorgestellt habe. Wir hatten eine ausgedehnte Pionierphase, an den unterschiedlichsten Fakultäten wurden unterschiedlichste Konzepte eingesetzt, unterschiedlichste Plattformen und irgendwann wurde sehr deutlich, es braucht Bedarf an ja, zentraler Unterstützung einer Gesamtorganisation, einer E-Learning-Strategie. Das wurde in bestimmten Förderprojekten erarbeitet und auch eine größere Unterstützungseinheit, bei uns dann E-Learning Center damals genannt, für Qualifizierung, Austausch, Support. Ja, und in dem Rahmen des Hochschulpakts wird es jetzt, und das ist genau dieser Punkt Integration, was ich auch sehr begrüße, dass das jetzt integriert wird, eben mit den Gesamtbemühungen zur guten Lehre, mit einem Zentrum innovative Lehre, die ganz eng zusammenarbeiten. Ja, und das E-Learning Center unserer Hochschule stellt eben die unterschiedlichen Technologien bereit, aber Sie wissen alle hier, die Technologien an sich sind es nicht, sondern bringt auch genau das mit Fallbeispielen für die Lehrenden, bereitet das auf, welche didaktischen Szenarien eigentlich erfolgreich an welchen Fakultäten, bei welchen Kollegen, mit welchen Werkzeugen eingesetzt werden, sodass auch hier ein Austausch erfolgen kann. Das alles immer mit der Blickrichtung wirklich Verantwortung. Ja, dann würde ich gerne das dritte Gestaltungsfeld noch kurz kommentieren, das, was ich sehe, Open Education, freie Bildungsressourcen. Da würde ich gerne ein bisschen mal hier unseren Münchner Rahmen verlassen, ein bisschen größer gucken. Wenn man sich die SDGs anguckt, die Sustainable Development Goals, dann ist sehr deutlich, das vierte dieser Sustainable Development Goals ist das von Erziehung und Bildung für alle und in der Kurzbeschreibung Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All. Und jetzt kann man sagen, wir sind hier an den Hochschulen, sind wir wirklich am lebenslangen Lernen. Ja, wenn man das genauer anguckt, die UNESCO hat das nochmal durchdeklariert und hat das ergänzt damit dieses Development Goal, a well-established, properly regulated tertiary education system supported by technology, open educational resources and distance education modalities can increase access, equity, quality and relevance.
Und ich denke wirklich, wenn man das im großen Maßstab sieht, wir werden den Bildungsbedarf weltweit gesehen nicht mit unseren klassischen Universitäten abdecken können, auch den der tertiären Hochschulbildung. Wir brauchen flexiblere, offenere Systeme, sonst müsste, glaube ich, minütlich irgendwo ein Campus entstehen. Also wenn man da den Blick etwas weiter schweifen lässt, in der Kurzfassung hier mal eine Präsentation einer, ich glaube, einer indonesischen Kollegin, die also da einfach das als großen, die freien Bildungsressourcen als großen Hoffnungsträger sieht. Ja, auch ein weiteres Beispiel. Wir haben zusammen mit der Kollegin Thielhofen, die hier auch im Raum sitzt und nachher vortragen wird, ja auch einen großen offenen Online-Kurs gemacht, um dieses Konzept der freien Bildungsressourcen ja, weiter auch in der deutschen Community voranzubringen. Und das Schöne daran ist, das Konzept war da ja so, dass wir gesagt haben, es soll auch, der Kurs als solcher soll auch eine freie Bildungsressource sein, also wiederverwendet werden können. Und das erfolgt jetzt insbesondere von unseren österreichischen Kollegen, ist es die ganzen letzten Jahre in abgewandelter, weiterentwickelter Form, ist dieser Kurs auch wirklich genutzt worden und hat sozusagen das, ja, als, wurde als freie Bildungsressource wirklich weiterentwickelt und in verschiedenen Kontexten eingesetzt. Ja, ein anderes Beispiel, wo ich gerade in einem BMBF geförderten Forschungsprojekt aktiv bin, Kyren ist vielleicht auch einzeln ein Begriff, ist eine NGO in Berlin, die die Idee hatten, und das würde ich mal sagen, von der Idee her ist das am ehesten etwas, was ich als digitaler Wandel, digitale Transformation sehen würde, wirklich was anderes zu machen, nämlich Hochschulzugang für Geflüchtete über MOOCs herzustellen, aber nicht selber MOOCs anzubieten, sondern in so eine Mittlerposition zu gehen und insbesondere ein personalisiertes Unterstützungsangebot da drumherum zu schmieden. Und wir untersuchen jetzt zum Beispiel in dem Projekt gerade, wie diese Unterstützung funktioniert, ob dieses innovative Modell aufgeht. Ich glaube, auch da sind noch eine ganze Menge Gestaltungsprobleme im Details, aber ja, es ist erstmal ein wirklich neuer Zugang. Wenn man insgesamt auf die MOOC-Landschaft guckt, das werden wahrscheinlich auch viele von Ihnen kennen, das war ja so vor 5 Jahren die ganze Euphorie und MOOCs werden die Hochschule revolutionieren und wir werden hier alle nicht mehr sein, sondern nur noch in MOOCs lehren oder lernen. Das ist ja fast immer so, wenn eine neue Innovation alte Medien als tot deklariert, ist doch die beste Wahrscheinlichkeit, dass sie dann dennoch überlebt. Und wenn man sich anguckt, passiert mit den MOOCs eigentlich was ganz Revolutionäres? Nein, also aus meiner Sicht, es öffnet die Bildungslandschaft, auch gerade die Hochschulbildungslandschaft, und das ist, glaube ich, ein Wert für sich. Aber wenn man sich genauer anschaut, wer nimmt denn an MOOCs teil, dann hat man einerseits eben das viel diskutierte, so dieses More Curious Than Serious Phänomen, man hat eine ganz geringe Abschlussquote und vor allen Dingen, und das ist noch viel wichtiger, in verschiedenen Studien sieht man, dass die meisten, die teilnehmen, bereits akademische Abschlüsse haben, also MOOCs eingesetzt werden für berufliche Weiterbildung. Und insofern ist da dieses, auch da wieder der transformative Gedanke des MOOCs jetzt, was die Hochschulen komplett verwandeln, denke ich nicht, das wird nicht eintreten, aber ja, genau das, was ich gesagt habe, eine Öffnung von Hochschulen. Okay, damit komme ich auch schon zu meinem Fazit. Was wollte ich mit diesem dieser kleinen Zeitreise sozusagen durch die verschiedenen Phasen der Förderung und der verschiedenen Projektarten und dieser drei ausgewählten Gestaltungsfelder eigentlich Ihnen sagen? Und meine Take-Home-Message sozusagen ist, Hochschulbildung im digitalen Zeitalter bleibt eine große Gestaltungsaufgabe auf verschiedenen Ebenen und die Ebenen sind alle wichtig. Und ich habe ja bewusst in meinem Titel gesagt, ich spreche von Hochschulbildung im digitalen Zeitalter, weil das, finde ich, ist der
der neutralere, nüchternere Begriff als das Digital Turn, die digitale Transformation, denke ich, haben wir nicht. Und es wäre eine ganz andere Diskussion, wollen wir eine völlig veränderte Universität? Das ist, finde ich, steht nochmal auf einem anderen, auf einem anderen Blatt. Ja, wichtig und mit einem Zitat möchte ich schließen, also mit dem vorletzten sozusagen, ein Zitat von Michael Kerres, der gesagt hat, die digitale Technik führt gerade nicht unweigerlich zu dieser oder jener positiven oder negativen Veränderung in der Bildung. Ein solcher Technikdeterminismus würde verkennen, dass es auf die Akteure ankommt, um Veränderungen in der Bildungsarbeit und einen Wandel in der Lernkultur herbeizuführen. Und ich hoffe, dass ich damit zum Stichpunkt Motivation wieder den Bogen gespannt habe, nicht, dass Sie sagen, erst sage ich, es funktioniert noch vieles nicht so. Ich glaube genau, Sie als Akteurinnen und Akteure, auf Sie kommt es an bei diesen Dingen. Und als allerletztes vielleicht, das klang auch schon bei meinen Vorrednerinnen ein, ich bin bei der Vorbereitung nochmal über Michael Resnick gestoßen, der ein MIT-Forscher, der da ein Forschungsprojekt Lifelong Kindergarten hat und der nochmal einen Text geschrieben hat, Give Peace a Chance, Projects, Peers, Passion and Play, also diesen vier Elementen. Und da wird man ja vielleicht jetzt habe ich überlegt, kann ich an einer LMU mit diesem Satz und dem Play schließen, aber ich finde, wenn man sich mal genau anguckt, was wie Resnick das mit dem Play beschreibt, when most people think about play, they think about fun and enjoyment. But when my research group thinks about play, we think about it somewhat differently. We think of play as an attitude and an approach for engaging with the world. We associate play with taking risks, trying new things and testing boundaries. We see play as a process of tinkering, experimenting and exploring. These aspects of play are central to the creative learning process. Ja, und damit möchte ich enden und wünsche Ihnen genau solche Prozesse heute hier auf der Tafel. Vielen Dank.